ChatGPT wurde folgende Frage gestellt. Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Glaubt Anna, dass Berts Annahme falsch ist? ChatGPT antwortete folgendes. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Verschachtelung der Überzeugungen sorgfältig entwirren. Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Um herauszufinden, ob Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, gehen wir Schritt für Schritt durch diese Aussagen. Anna glaubt, dass Bert etwas annimmt. Bert nimmt an, dass Anna glaubt, dass eine Annahme von Bert falsch ist. Wir müssen also herausfinden, ob Anna tatsächlich glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Schritt 1. Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Das ist die tiefste Ebene und besagt, dass Anna tatsächlich glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Schritt 2. Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Bert nimmt an, dass Anna denkt, dass Berts Annahme falsch ist. Schritt 3. Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass sie, Anna, denkt, dass Berts Annahme falsch ist. Diese letzte Aussage, Schritt 3, sagt aus, dass Anna weiß oder glaubt, dass Bert sich ihrer Meinung bewusst ist. Da Anna glaubt, dass Bert denkt, dass sie, Anna, glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, zeigt dies, dass Anna tatsächlich glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Zusammengefasst, ja, Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Das ist nicht richtig, denn wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, dann ist Berts Annahme richtig. Da sie das schlussfolgern kann, müsste sie annehmen, dass Berts Annahme richtig ist. ChatGPTs Antwort: Ah, ich verstehe. Lassen Sie uns die Verschachtelung der Überzeugungen noch einmal durchgehen und genau analysieren, was dies bedeutet. Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wir müssen herausfinden, ob Anna tatsächlich glaubt, dass Berts Annahme falsch ist oder ob sie zu einer anderen Schlussfolgerung kommt. Nehmen wir an, dass Berts Annahme ist, Anna glaubt, dass meine Annahme falsch ist. Wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, dann glaubt sie, dass die Annahme, Anna glaubt, dass meine Annahme falsch ist, falsch ist. Das bedeutet, Anna glaubt, dass sie nicht glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Annas Glaube? Anna glaubt, dass Berts Annahme? Bert annimmt, dass Annas Glaube? Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Berts Annahme falsch ist. Also, wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, dann Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Das bedeutet, Anna glaubt, dass sie nicht glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Dies führt zu einem Paradoxon, weil es darauf hinausläuft, dass Anna gleichzeitig glaubt, dass sie glaubt und nicht glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wenn wir aber annehmen, dass Anna den Paradoxen bewusst ist und sie das korrekt durchdenkt, dann könnte sie folgern, dass ihre ursprüngliche Annahme, dass Berts Annahme falsch ist, korrigiert werden muss. Daher würde Anna am Ende glauben, dass Berts Annahme richtig ist, um das Paradoxon zu vermeiden. Also, Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Um das Paradoxon zu vermeiden, folgert Anna, dass Berts Annahme richtig ist. Schlussfolgerung: Anna muss letztlich annehmen, dass Berts Annahme richtig ist. Lassen Sie uns die Situation erneut analysieren, um Klarheit zu schaffen und mögliche Paradoxien zu vermeiden. Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wir haben zwei Szenarien zu betrachten. Szenario 1. Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Berts Annahme. Bert nimmt an, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, dann glaubt Anna, dass die Annahme, Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, falsch ist. Das bedeutet, Anna glaubt,
dass sie nicht glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Szenario 2. Anna glaubt, dass Berts Annahme richtig ist. Berts Annahme. Bert nimmt an, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme richtig ist, dann glaubt Anna, dass die Annahme Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, richtig ist. Das bedeutet, Anna glaubt tatsächlich, dass sie glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Diese Überlegung führt uns wieder zum Paradox. Daher müssen wir eine logische und konsistente Erklärung finden. Detaillierte Analyse. Berts Annahme? Bert nimmt an, dass Anna glaubt, dass seine, Berts, Annahme falsch ist. Annas Überzeugung? Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Wenn Anna tatsächlich glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, dann glaubt Anna, dass die Aussage Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, falsch ist. Das bedeutet, Anna glaubt, dass sie nicht glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, was ein Widerspruch ist. Um das Paradox zu vermeiden, müssen wir die Annahme konsistent auflösen. Wenn Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist, muss sie zu der Erkenntnis kommen, dass dies zu einem Widerspruch führt. Um den Widerspruch zu vermeiden, könnte Anna folgern, dass ihre ursprüngliche Annahme falsch war und daher annehmen, dass Berts Annahme richtig ist. Schlussfolgerung: Wenn Anna annimmt, dass Berts Annahme richtig ist, dann Anna glaubt, dass Bert annimmt, dass Anna glaubt, dass Berts Annahme falsch ist. Um den Widerspruch zu vermeiden, nimmt Anna an, dass Berts Annahme richtig ist. Dies führt jedoch zu dem Schluss, dass Anna fälschlicherweise glauben könnte, dass Berts Annahme richtig ist. Letztlich bleibt es eine paradoxale Situation, die zeigt, dass die Verschachtelung der Überzeugungen schwer aufzulösen ist und keine eindeutige Antwort möglich ist, ohne in einen logischen Widerspruch zu geraten.